Kapitel Nummer 8, Teil 2. Als es hübsch dunkel geworden war, zündeten sie am Baum die Lichter an, ließen ein paar Wunderkerzen zischen und sprühen, sangen »O du Fröhliche« und jeder gab jedem einen Kuss. Und das machte insgesamt 6. »Andere Geschenke gibt es nicht«, erklärte der Jokus energisch. »Wir haben einander die Villa geschenkt. Das ist Bescherung genug.« »Ihr Schwindler«, meinte Mäxchen seelenruhig, »wo ist denn meine Zwei-Zimmer-Wohnung? Und was haben die Leute mittags im Garten gemacht?« »Na schön«, sagte der Jokus. »Es ist zwar nicht üblich, am Heiligabend im Garten Ostereier zu suchen, aber wir können ja mal nachschauen.« Er steckte den Jungen in die Brusttasche. Rosa nahm 2 Klappstühle. Und so spazierten sie ins Freie. Zunächst zeigten ihnen die beiden Scheinwerfer am Dach der Villa den Weg. Dann wurde es für kurze Zeit finster. Doch ganz plötzlich begann es in der Wiese zu schimmern und zu leuchten und zu flimmern, als hielten zu ihren Füßen 1000 Glühwürmchen ihre Weihnachtsfeier ab. Doch es waren keine 1000 Glühwürmchen, sondern es war ein kleines Haus, kaum höher als 20 Zentimeter, und aus allen Fenstern zwinkerte Licht. Mäxchens Zwei-Zimmer-Wohnung mit Bad und Küche nahm den 1. Stock ein. Im Erdgeschoss lagen ein Arbeits- und ein Spielzimmer sowie ein Turnsaal mit einem Duschraum. Eine Treppe war natürlich auch da. Sie führte bis ins Dachgeschoss. Und auch hier oben im schrägen Dach glänzten 3 Fenster. Rosa und der Jokus saßen auf den Klappstühlen, schwiegen und lächelten zufrieden. Wisst ihr übrigens, was Mäxchen sagte? Er sagte gar nichts. Es gibt solche Kinder. Je mehr sie sich freuen, umso stiller werden sie. Mir ging es, als ich ein kleiner Junge war, ganz genauso. Und manche Erwachsene verstehen das falsch. Das ist schade, lässt sich aber nicht ändern. Das Marzipanfräulein und der Professor gehörten glücklicherweise nicht zu der falschen Sorte. Sie konnten warten, und so warteten sie. Sie blieben auch still, als Mäxchen am Jokus hinunterkletterte, langsam zu dem Häuschen schlich und durch die Fenster blickte. Er konnte sich nicht satt sehen. Schließlich räusperte sich der Jokus. »Willst du den Schlüssel haben und hineingehen?« Der kleine Mann schüttelte den Kopf. »Der Schlüssel ist entsetzlich klein. Vielleicht verlieren wir ihn«, meinte Rosa. Mäxchen schüttelte wieder den Kopf, lief plötzlich auf das Paar zu, kletterte am Jokus hoch, kroch in die Brusttasche und sagte ein einziges Wort. »Morgen«, sagte er. Am 1. Feiertag, also am 25. Dezember, war er munter und vorlaut wie immer. Der Jokus nahm eine Kamelhaardecke mit und setzte sich, weil das Wetter mild und sonnig war, vor dem Lilliputthaus mitten in die Wiese. Mäxchen inspizierte inzwischen sein Eigentum vom Keller bis zum Boden, und immer wieder einmal riss er ein Fenster auf und rief, »Hier steht ja das Hochreck aus Pichelstein!« Und »Auch meine Bibliothek ist da!« Und »Ist das ein richtiges Telefon?« »Natürlich, mein Kleiner. Und wenn du die Nummer 01 wählst, meldet sich eine uns nicht ganz unbekannte Dame.« Mäxchen hockte sich in den Lehnstuhl und wählte die Nummer 01. »So einen kleinen Apparat habt ihr noch nie gesehen.« »Wer spricht?«, fragte er. »Mademoiselle Rosa? Sind Sie es höchstpersönlich?« »Mein Name ist Hausbesitzer Max Pichelsteiner. Ich grüße Sie aufs Herzlichste.« »Was tut Not? Eile? Wieso? Warum sollen wir jetzt schon zum Essen kommen? Was?«
Der kleine Mann starrte zum Professor hinaus und legte auf. »Weißt du, was sie gefragt hat?« rief er. »Nein, mein Kleiner.« »Ob wir zwei Spielmätze verschwitzt hätten, dass 15.15 Uhr eine interessante Fernsehsendung gezeigt wird.« Der Jokus blickte auf die Uhr und sprang hoch. »Wie die Zeit vergeht, wenn man nichts zu tun hat. Komm, mach die Fenster zu und schließ die Tür ab.« Als sie dann schließlich durch die Wiese zurückmarschierten, hätte es Maxine wieder einmal mit dem Dichten. Er sang: Wohl auf zu frischen Taten, es riecht nach Gänsebraten, das merkt sogar ein Kind. Als Nachtisch gibt es Fernsehen, da werden wir zwei Herren sehen, die werden wir sehr gern sehen, weil wir es selber sind. An diesem Nachmittag saßen viele Millionen Kinder mit ihren Eltern vorm Fernsehschirm und hatten eine halbe Stunde lang rote Ohren. Sie sahen Pichelstein und den Zirkus, den Zauberprofessor mit dem weißen Kaninchen und die beiden Tauben, die drei Schwestern Marzipan als Luftspringerinnen, und sie sahen, das war die Hauptsache, mit eigenen Augen den 5 Zentimeter großen Jungen, der in einer Streichholzschachtel schlief. Sie sahen und hörten, wie er beim Jokus lesen und schreiben lernte. Sie erlebten, wie die beiden in einem Herrengeschäft die Schaufensterpuppe kauften und wie dann Mäxchen im Hotelzimmer auf dem schönen Waldemar die Kunst des Kletterns übte. Die Sendung endete mit dem Lied vom Leutnant Unsichtbar und die Ansagerin wies auf die Fortsetzung am Sonntag in 14 Tagen hin. Die Kinder waren allesamt begeistert und schwärmten bis zum Schlafengehen vom kleinen Mann. Auch die Erwachsenen sprachen noch stundenlang darüber und meinten, wenn sie das Kerlchen nicht selbst gesehen hätten, könnten sie es kaum glauben, dass es so etwas überhaupt gäbe. Inzwischen saßen die Hauptdarsteller im Wohnzimmer ihrer stillen Villa und blickten nachdenklich vor sich hin. »Ich finde, wir waren ziemlich gut«, sagte der Jokus. »Aber ganz genau weiß ich's nicht.« »Mein Absprung zum doppelten Salto war miserabel«, erklärte Rosa Marzipan zerknirscht. »Ich sah aus wie ein lahmer Schimmel.« Dann klingelte das Telefon und der erste Gratulant meldete sich. Es war der Schüler Jakob Hurtig aus Berlin und er schwor bei seinem Schulranzen, dass er, seine Eltern, die Verwandten, die Nachbarn und die gesamte Kickelhahnstraße so etwas Fabelhaftes noch nie vorher gesehen hätten. »Sie sind ganz weg«, rief er aus der Ferne, »und ich bin auch gleich weg, sonst wird das Gespräch zu teuer.« Weg war er. »Schade«, sagte Maxine, »ich wollte ihm gerade von meinem kleinen Haus erzählen. Wisst ihr schon, wie ich es nennen werde? Villa Glühwürmchen. Gefällt euch das?« Während es ihnen noch gefiel, klingelte das Telefon von Neuem. Diesmal meldete sich der Bürgermeister aus dem völlig verschneiten Dorf Pichelstein. Sie seien hell begeistert und fühlten sich kolossal geehrt, weil ihr Dorf ja nun weltberühmt geworden sei, was sich auch auf den Fremdenverkehr vorteilhaft auswirken werde. Das nächste Ferngespräch kam aus Breganzona. König Bileam gratulierte im Namen sämtlicher Schlossbewohner. Es sei großartig gewesen und er gebe den Apparat an die Kinder weiter. Nun fand Maxchen endlich Gelegenheit, die Villa Glühwürmchen zu beschreiben. Judith und Osram eigneten sich als Zuhörer wie niemand sonst. Denn das jetzige erste Stockwerk, die Zweizimmerwohnung mit Küche und Bad, hatten sie ihm ja seinerzeit geschenkt. Die Anrufe rissen nicht ab. Der nächste Gratulant war Mr. Drinkwater und Jokus rief: »Hallo, Hänschenklein, ich denke, du schläfst.« »Na, ich habe mich wecken lassen. Die Sendung war sehr gut. Ich kann mit euch und ihr könnt mit mir zufrieden sein. Und somit gute Nacht allerseits.« »Wo steckst du denn?« fragte der Jokus. Da sagte eine fremde Stimme: »Hier spricht der Bordfunker der Yacht Sleepwell. Mr. Drinkwater schläft bereits wieder. Wir liegen im Hafen von Alexandria vor Anker. Es war eine unvergessliche halbe Stunde. Grüßen Sie bitte den kleinen Mann. Ende
der Durchsage. Der letzte Anruf an diesem denkwürdigen Tage kam aus dem Winterquartier des Zirkus Deke. Direktor Brausewetter war, schien es, völlig aus dem Häuschen. »Dass ich euch drei jetzt nicht an meine gerührte Brust drücken kann, ist das Einzige, was mir zu meinem Glücke fehlt. Ihr wart göttlich, ihr wart umwerfend, ihr wart...« Maxchen rollte von der Hör zur Sprechmuschel. »Direktor Brausewetter, was für Handschuhe haben Sie an?« »Goldene«, rief der Direktor zurück, »goldene Handschuhe, du Goldjunge. Meine Gattin legte mir ein paar unter den Christbaum. Sie hat ein prophetisches Gemüt.« Und wer rief am Morgen des zweiten Feiertages noch einmal an und schon wieder an? »Direktor Brausewetter. Professor, sind Sie allein oder ist Maxchen in der Nähe?« »Nein.« »Er badet zurzeit in seinem Eigenheim. Wo brennt denn?« »Ich habe vorhin ein Telegramm aus Alaska erhalten, das höchst merkwürdig klingt.« »Aus Alaska? Liegt das nicht beim Nordpol gleich um die Ecke?« fragte der Jokus. »Das ist leicht möglich. Der Text des Telegramms lautet jedenfalls: Übermittelt Professor Jokus dringende Bitte, Fairbanks 3712 anzurufen, weil lebenswichtig. Dankeschön, Jane Simpson, geborene Hannchen Pichelsteiner. Haben Sie die Nummer notiert? Fairbanks 3712, Jane Simpson. Geborene Pichelsteiner, Hannchen, auch das noch. Mitten in Alaska, wo es dort angeblich nur Goldsucher, Eskimos und Hundeschlitten gibt. Meine Frau meint, vielleicht hat ihre Frau recht, sagte der Jokus, legte rasch den Hörer auf, hob ihn sofort wieder ab und meldete beim Fernamt Lugano Fairbanks 3712 an. Fairbanks 3712? Wiederholte das Fräulein vom Amt. »Sehr gern, aber dort ist jetzt, glaube ich, Mitternacht oder gestern.« »Ich bitte um ein Blitzgespräch.« »Sehr gern, Herr Professor, und herzlichen Dank für die schöne Fernsehsendung. Es war einmalig.« Nach dem Essen klagte der Jokus über Kopfschmerzen, legte sich aufs Sofa, sagte, dass er Ruhe brauche und bat die beiden, eine Spazierfahrt zu machen. Sie hatten nichts dagegen einzuwenden. Doch zuvor zwang ihn Rosa, zwei Kopfschmerztabletten zu schlucken. Das war ihm gar nicht recht, weil er ja gar keine Kopfschmerzen hatte. Als die zwei aus dem Hause waren, setzte er sich ans Telefon und wartete. Warum er ihnen von Fairbanks 3712 kein Wort erzählt hatte, wusste er selbst nicht genau. Inzwischen kutschierten Rosa und Maxchen nach Carona hinüber, wo sie den alten und den kleinen Esel sowie den meckernden Ziegenbock bewunderten, die dort seit Jahren über eine bröcklige Mauer auf die Straße schauen und sich fotografieren lassen. Dann rollten sie nach Morcote hinunter und am See entlang nach Melide. Hier bestaunten sie La Suisse Miniature, eine im Freien für Kinder erbaute Schweiz im Kleinen, mit Bergen und Burgen, Seen und Städten, fahrenden Dampfern, Eisenbahnen, Omnibussen. Man konnte zu Fuß in einer Viertelstunde bequem durch die gesamte Schweiz spazieren. Maxchen hockte in Rosas Manteltasche und sagte, als sie wieder ins Auto stiegen, »Das wäre ein Ländchen für mich. Genau meine Kragenweite.« In Lugano kehrten sie im Kursaal ein, wo ihnen ein reizender Oberkellner heiße Schokolade und frische Ananastörtchen servierte. Als er Maxchen sah, strahlte er. »So ein Zufall! An demselben Tisch hat seinerzeit Dottore Kästner jeden Nachmittag gesessen und an dem Buch »Der kleine Mann« geschrieben.« »Auf welchem Stuhl?« fragte Maxchen. »Auf dem Stuhl, auf dem jetzt Fräulein Marzipan sitzt.« »Woher wissen Sie denn, wie ich heiße?« fragte Rosa. Maxchen blinzelte dem Oberkellner zu. Dieser blinzelte zurück, verbeugte sich und begrüßte neue Gäste. »Was gibt es denn da zu blinzeln?«
fragte Rosa Spitz. Woher weiß er es denn wirklich? Aus dem Buch. Der kleine Mann, was sonst? Rosa lachte. Dass die Leute sich umdrehten. Natürlich, rief sie. Aber nun rasch in den Spielsaal. Dumme Menschen haben Glück beim Roulette. Und tatsächlich, sie gewann in 10 Minuten 30 Franken. Als sie in die Villa heimkamen, wollte Rosa dem Professor noch 2 Tabletten geben, aber er wollte nicht, sondern sagte, ich hatte gar keine Kopfschmerzen. Ich wollte euch nur für einige Zeit los sein. Da habe ich mir ja einen feinen Mann als Bräutigam eingehandelt, sagte Rosa Marzipan zu Mäxchen. Einen notariellen Lügner, sagte Mäxchen zu Rosa. Einen notorischen Lügner, verbesserte sie. Der Jokus drohte ihnen. Wenn ihr euch nicht sofort auf eure 4 Buchstaben setzt. Wir sind 2 Personen, meinte Mäxchen. Dann meinetwegen auf eure 8 Buchstaben. Wir sitzen schon, o Herr, flüsterte Rosa, nicht nur auf 4 oder 8 Buchstaben, sondern auf dem ganzen Alphabet. Mäxchen auf dem Kleinen und ich. Ruhe, befahl der Professor. Ich habe vorhin mit Alaska telefoniert, mit einer Mrs. Jane Simpson. Es sei lebenswichtig, hatte in ihrem Telegramm an Brausewetter gestanden, der mich heute früh anrief. Lebenswichtig. Was konnte das bedeuten? Ihr Mädchenname sei Hannchen Pichelsteiner. Ich meldete sofort ein Gespräch an, schützte Kopfschmerzen vor, schluckte 2 scheußliche Tabletten und bat euch, spazieren zu fahren. Rosa saß auf dem Sofa, Mäxchen saß auf der Sofalehne und sie schwiegen um die Wette. Vor etwa 1 Stunde kam die Verbindung zustande. Ich habe mich mit Mrs. Simpson lange unterhalten und sie versprach mir, sofort die Koffer zu packen. Morgen überweise ich ihr telegrafisch das Reisegeld und wenn alles gut geht, werden wir mit den beiden Silvester feiern. Mit den beiden? Fragte Rosa. Wieso mit den beiden? Mrs. Simpson hat eine Tochter, Emily Simpson. Sie ist 9 Jahre alt und wir könnten sie, wenn sie damit einverstanden ist, Emily nennen. Emilie oder Miss Emil. Uns wird schon etwas Unpassendes einfallen. Mäxchen saß wie versteinert. Sie haben uns auf dem Bildschirm gesehen und den ganzen Abend geweint, erzählte der Professor. Mrs. Simpson scheint eine kleine, unglückliche Frau zu sein. »Wie klein?« flüsterte Mäxchen. 50 Zentimeter groß.« »Und wie unglücklich?« fragte Rosa. »Ihr gefiel es nicht in Pichelstein, damit fing es an, und deshalb lief sie vor 10 Jahren bei Nacht und Nebel davon. Sie wollte keinen Pichelsteiner, sondern einen richtigen großen Mann haben. Und große Kinder, 3-mal so groß, wie sie selber war.« »Guten Tag«, sollten die Leute zu ihren Kindern sagen. »Wer ist denn die kleine Frau, die ihr an der Hand haltet?« »Ach, das ist doch unsere Mutti«, sollten die Kinder vergnügt antworten. Das war damals Hannchen Pichelsteiners sehnlichster Wunsch. Sie fuhr als blinder Passagier auf einem Transportdampfer bis nach Kanada. Der Matrose, der sie versteckt hatte, wurde vom Kapitän erwischt und gefeuert. Und weil der Matrose, der Simpson hieß, ein richtig großer Mann war, heirateten sie. Er fand Arbeit als Packer in einer Konservenfabrik, dann ließ er sich von einem Agenten für eine Pelztierfarm in Alaska anwerben. Dort bekam Mrs. Simpson eine Tochter und am nächsten Tag verschwand Mr. Simpson. Er ist nie wieder aufgetaucht. »Das verstehe ich nicht«, meinte Rosa. »War er denn so sehr enttäuscht, dass es kein Junge war? Mädchen können doch auch ganz nett sein, ich zum Beispiel.« Doch sie brachte ihren Satz nicht zu Ende, denn Mäxchen rieß sich an den Haaren und rief, »Lieber Jokus, nun erzähle mir endlich, wie groß die Tochter ist. Ich halte es nicht länger aus.« »Du hast es ja schon erraten«,
sagte der Jokus und lächelte. Ist sie wirklich? Sie ist wirklich ganz genauso klein wie du. Von diesem denkwürdigen Abend ließe sich noch allerlei berichten, doch ich tue es nicht. Es gibt, finde ich, Augenblicke, in denen der Erzähler auf Zehenspitzen aus dem Zimmer gehen und seine Romanfiguren alleine lassen sollte. Er schließt hinter sich die Tür, lauscht noch eine Weile und spaziert dann an der schimmernden Villa Glühwürmchen vorbei bis zur Terrasse und blickt auf Lugano hinunter. Welch ein Glanz und Geglitzer. Miss Emily heißt das daumenlange Mädchen, denkt er, während er hinunterblickt. Ob sie so hübsch und gescheit ist wie Maxchen? Fragte sich bekümmert. Aber Emily oder Emilie, nein, das passt nicht. Maxchen und Emily, nein. Maxchen und Emilie, nein. Maxchen und... Plötzlich ruft er. Ich hab's, Maxchen und Mielchen. Und damit beginnt bis morgen.